Und weiter geht's dann doch noch bei Sword Art Online Lost Song. Theoretisch. Ja. Tattoo Film Left the Room. Theoretisch in einem neuen. Ja, im Multiplayer. Und wir warten gerade darauf, dass Black and White 715 ja, sich bewegt. Beziehungsweise, dass noch irgendwer in den Raum kommt. Oder. I don't know. Oder. Wie die alle Level 1000 sind. Was sind das für Suchtis? Wie ich einen Charakter auf Level 1000 habe. Hallo. Obwohl, ich weiß ja natürlich nicht, wie viele Level-Up man bekommt, wenn man halt gegen Lost Song oder Black Lotus kämpft und gewinnt. Das weiß ich natürlich nicht. No loading. Hat er jetzt Start gemacht? Er hat Start gemacht, glaube ich. Wir sind nur noch nur zu zweit. Aber er hat Start gemacht. Okay, let's do it. Ich bin jetzt nicht alleine, oder? Waiting for Sync. Ach, oh, klingt doch super. Gucken wir mal, wie viel der so Schaden frisst. Oh doch, der frisst ganz gut. Okay, aua. Moment mal, bin ich jetzt alleine? Ne, ich bin nicht alleine. Nein, panisiert. Ungeil. Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Switchen funktioniert. Vielleicht kann man hier wieder switchen, ich weiß es nicht. Nur wird ein Kristall eingesetzt, wirklich? Oh, da hat jemand den Raum geentert oder so. Down! Level 466, was waren wir vorher? Und wir haben 5 White Clothes bekommen. Oh, da scheint noch mehr zu kommen. Oh nein, nicht du! Oh nein! Oh nein! Nein, ich hasse dich! I seriously hate you! I hate you so much! Was passiert eigentlich, wenn ich Union anmache? Oh shit. Da heilt sie schon selbst, oder? Luffy entered the room. Hallo Luffy. Was? Was war das jetzt gerade? War das der Switch? Weil er auch Union angemacht hat? Oh, er ist tot. Oh shit, 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 shit. Wie heißt das nochmal? Die of Victor See. Ah, gerade so geschafft! Boah, ich hab gerade so ihn gerettet. Aber gerade so. Das ist natürlich das Problem, wenn man keinen Heiler mehr hat, irgendwie, der irgendwie was tut. Wenn beide Damage machen. Was? What? Teleportierst du dich rum? Stop it. Stop it. Vor allen Dingen. Wir setzen einfach mal ein bisschen was ein, um ihn auch mit zu unterstützen. Eigentlich müsste man ja auf die Dinger gehen. Ja. Ja.
Er scheint noch zu leben. Wir haben hier so einen kleinen Rambo im Team, habe ich das Gefühl. Da machen wir wahrscheinlich auch. Wow, fuck. Oh shit. Muss aufpassen. Ja genau, beschäftigen wir den Gegner. Nice. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Das funktioniert. Auch wenn ich nicht weiß, ob er mich jetzt hasst oder nicht hasst. Also im Sinne von, ob das jetzt gut war oder nicht gut war, aber... Für eine Level 9er Mission fand ich das schon ganz okay. Dann müssen wir jetzt irgendwo hingehen? Ja, well, das war's noch nicht. Moment, was? Wieso war's das noch nicht? Wieso war's das jetzt noch nicht? Was ist das jetzt? Leck. Ihr wollt mich doch. Ja, das ist das Thema, wir haben es geschafft. Das war knapp. Das war wiederum ein wenig knapp. Kann nicht sein. Come on. Okay, was hast du vor? Das ist jetzt zu zweit schon tatsächlich eine Hausnummer. Einfach versuchen, so viel Schaden damit zu machen, wie ich kann. Huhuhuhu. Ich weiß nicht genau, wie der Switch funktioniert mit einem anderen Spieler tatsächlich. Habe ich ihn nicht gerade mitgeheilt? Fuck.
Könntest du dich mal auf mich fokussieren, bitte? Nein, tut er nicht. Ich würde ja gerne, dass er sich auf mich fokussiert, tut er aber nicht. Ich bin hier. Nein, den haben wir gesehen. Schon richtig. Ich glaube, der hasst mich. Ich glaube, der mag mich nicht. Ich weiß es nicht, ob ich halt einfach mich doof anstelle oder ob das okay ist, was ich hier gerade tue. Ja, geil. Zuerst nur Multiplayer spielt, das ist halt wirklich so eine Frage, die man sich tatsächlich stellt. Also ich stelle sie mir gerade. Ah, wir sind hier am Ende der Map, das ist nicht gut. Ich seh nix. Nein, was soll das? Switch. Oder so. Nein, nein! Da! Mach den da an. Wo ist eigentlich mein Typ? Ja, da ist er wieder. Ich glaube, der macht zwischendurch mal eine kleine Pause. Also, beziehungsweise versucht sich immer wieder zu heilen. Oh shit. Das hat zu viel des Guten. Oh, ich hasse diese Steingegner. Bestimmt muss ich voll sauer auf den Typen sein, weil der nichts drauf. Okay, schon gut. Ich weiß, ich habe Wunschträume und so. Ja, ja, gleich. Ey, vor allen Dingen, weil er die ganze Zeit nur ihn fokust. Ich krieg halt einfach den Fokus nicht auf mich. Ich krieg halt nicht gespottet quasi. Oh shit, der war schlecht. Der war richtig schlecht. Der war, wow, that was a waste. Ja, ich tut mir leid. Oh man. Black and White, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. I'm so sorry, Black and White. I'm so sorry. Quest ist wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Doch, Quest clear. Piece of cake. Scheiße. Soll ich mal great job sagen? Ich sag mal great job. Oh, der Typ hat mich rausgeschmissen. Wo ist er raus? Ich glaube, er mag mich tatsächlich nicht. Ja, da ist er, Black and White. Ich glaube, er mag mich nicht. Was? Please accept the quest report. 20 Wege. Okay, danke schön. Grendel, Jacke, Naganas. Ja, kann ich. Mach ich mit. Was? This quest is digital content. You cannot join the quest if your digital content is not installed. Was? Es gibt schon jetzt ein DLC, von dem ich nichts weiß? Moment mal, ist das hier nicht das Alfheim-Outfit? Haben wir das Alfheim-Outfit auch? Tatsächlich, haben wir.
Welches bei der Welt tatsächlich gar nicht schlecht finde. Also das hier. Black and white looking for players. Ihr kickt mich. Ich möchte nicht hören. Sonst drum. Was ist das denn? Ich möchte gerne einmal Lost Song und Plotus besiegen. Ich möchte gerne einmal Lost Song und Lotus besiegen. Scheiß drauf, wie lange das dauert. Greetings. Responses. Request. One more time. Man kann die Dinger noch runter scrollen. Good game. Ah, da wäre good game gewesen. Ja, muss man natürlich wissen. ich nehme fast an, niemand wird meinen Request annehmen. Ja, an sich, würde ich wie gesagt einmal gerne, obwohl wir haben Lost Song ja schon besiegt. Black Lotus haben wir noch nicht besiegt. Grendel. Nein, das ist voll. Black Lotus, ich bin dabei. Sasuke, ich bin dabei. Welches Level bist du, Sasuke? Oh, nice! Wo sind die Leute? Tonasa, doch, tatsächlich, die sind noch hier. Okay, ich bin rausgekickt worden. Ich bin überwundert. Ich glaube, der wollte mich nicht dabei haben. Ne, er wollte mich nicht dabei haben. Natürlich nicht. Mich will niemand dabei. Ja, okay, ich glaube, wenn man nicht Level 1000 ist, gestaltet sich die Suche hier tatsächlich relativ schwer. Vor allen Dingen bei den hochleveligen Dingern. Ich weiß nicht, inwiefern ich Content noch nachreichen werde. Aber jetzt hier ohne irgendwelche Premates. Wenn man drei Leute finden würde, mit denen man Premade hier ein bisschen rumsuchteln kann, das wäre ganz witzig eigentlich. Aber nun ja. Wir werden uns mal ganz kurz noch einen neuen Charakter machen. Ich hatte damals mal gefragt, was soll ich mir für einen Charakter machen? So richtig viel geschrieben dazu wurde nichts. Ich will keinen Puka. Wir machen jetzt einen neuen Charakter, einfach nur, um ihn dann nie zu spielen. Was ist, genau, Sylph. Ich habe mal eine Frage zu den Sylphen. Moment mal eben. Kann ich nur Mail machen? Ich kann nur Mail Sylphen. Lol. Es gibt keine weiblichen Sylphen, außer die, die man kennt. Salamander, Undine. Kate Sith. Aber haben Kate Sith automatisch Begleiter? Wenig Leben. Gnomen haben viel Leben. Was soll das überhaupt werden? Keine Ahnung. Nö, ich mach mal jetzt einfach mal eine weibliche Kate Sith.
Wow, richtig viel Auswahl. Der Haarschnitt oder der Haarschnitt? Wow. Die Auswahl. Ich bin begeistert. Oh, die Farbe. Ich bin begeistert. Absolut begeistert. Skin Color. Ich bin begeistert. Wenn ihr jetzt denkt, warum gehst du nicht mal auf Typ 3? Es gibt keinen Typ 3. Voice. Aha. Ja, Dörte, ne? Ich behaupte, das ist Dörte. Nein, falsch. Wo ist denn hier groß? Da, groß. Dö. Gibt's Sonderzeichen? Ja, hier. Nein. Gibt's nicht auch ein Ö? Wenn es hier ist, gibt kein Ö. Es gibt kein Ö. Dörte. Okay. Oder ist das hier ein Ö? Oh, no, it's not. Dörte. Gut, jetzt haben wir hier noch einen wunderschönen Charakter created. Namens. Ich dachte gerade schon, da steht jetzt Dörte. Namens Dörte. Ein bisschen schade, dass man da so wenig Auswahlmöglichkeiten hat, was man für Charaktere erstellen kann. Also von wegen zwei Typen von Haarfarben, zwei Typen von Haarstylen. Und ich kann ja noch nicht mal von jeder Rasse ein Male und ein Female machen, sondern ich kann nur eine weibliche Undine machen. Ich kann nur einen männlichen davon machen. Ich kann nur einen männlichen davon machen. Also das ist schade. Das ist ein bisschen bitter. Zur eigenen Charaktererstellung ist es ein bisschen bitter. Dörte. Oh, eigentlich ist Dörte ganz schnucklig. Aber wie gesagt, abgesehen davon, dass fast alle so aussehen, weil einfach. Oh, ich krieg sogar noch einen Erfolg dafür, also eine Trophäe. Weil alle einfach genau gleich aussehen. Das ist eigentlich ein bisschen lächerlich. Also, eigentlich schade. Eigentlich echt schade darum. Du wirst ein Zweihänder. Ich hab gehört, du trägst Zweihandschwerter. Oh Gott, der Laufstil ist ein bisschen. Okay. Aber was hast du für eine Quip? Gar nichts, oder? Eine Wildkatze. Ein bisschen mehr eine Janswilde. Ach, du kannst den Scheiß gar nicht tragen. Ah, natürlich. Rang 7, Rang 6. Ja. Normal Outfit. Hat die auch noch irgendwie? Nö, hat nur Normal Outfit, okay. Ja, also. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ja, okay, das soll man machen. Aber gut. Ja, das wird es dann tatsächlich wohl mit Sword Art Online gewesen sein. Meine persönliche Meinung möchte ich noch preisgeben. Ich liebe Sword Art Online, ich liebe das Sword Art Online Universum. Ich mag die Animes. Ich weiß, das Spiel basiert nicht auf dem Anime, das ist mir durchaus bewusst. Aber trotzdem kommen natürlich gleich ein Charaktere drin vor und ja, überhaupt. Das Spiel hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Man mag meinen, das Gameplay ist sehr einseitig und ein bisschen dämlich und doof und Monsterklatschen und Zwabiblo und Blub Karab und. Hast du nicht gesehen? Das war ein bisschen zu. Du hast ein bisschen zu getan. Ich habe aber tatsächlich einen Begleiter, das hätte ich ja eigentlich auch gedacht. Ne? Ist das so eine Blockattacke? Apropos Blockattacke, eine Sache. Gibt es dann. Könntest du mir bitte. What the fuck? Okay. So sieht unsere Quest-List auf. Eine Sache möchte ich tatsächlich noch ausprobieren. Mir fällt da nämlich gerade was auf. Dass wir eine Sache nie gemacht haben, wir sie nie geschafft haben. Warte, dazu kommen wir gleich. Mein weiteres Feedback. Die Musik ist echt schön. Es tut mir unendlich leid, dass ich in diesem Let's Play tatsächlich einiges an der. Also eigentlich ist es immer das gleiche Lied. Also wenn ich was weggemacht habe, ist es eigentlich, bis auf, glaube ich, eine einzige Situation, immer das gleiche Lied, was ich wegmache. Das heißt, wenn ihr dieses eine Lied kennt, könnt ihr euch das quasi in Gedanken vorstellen, jedes Mal, wenn ich das muten musste. Das tut mir unglaublich leid, dass ich das überhaupt tun musste. Aber ansonsten wären die Videos nicht in Deutschland verfügbar gewesen. Ja, das Gameplay an sich recht am Anfang schwer. Also am Anfang, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, etc. Wird immer angenehmer. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man mehrere Attacken dazu bekommt. Hust. Ich bin auch gespannt, wie das jetzt mit dem Hochleveln wird. Die sind alle Level 1000 im Multiplayer und leveln da wie Sau und überhaupt.
ja, werde ich wohl nicht tun, aber wie gesagt, es kann sein, dass ich noch Multiplayer-Content nachliefer. Das werde ich nicht versprechen. Ich habe erstmal genug mit anderen Projekten zu tun. Also es läuft ja gerade noch Metal Gear Rising, Revengeance. Und es kommt jetzt ein neues Projekt, auf das ich mich unglaublich freue. Aber das werdet ihr die nächsten 2-3 Tage sehen. Außerdem fängt am 1.9. Ja, habe ich sowieso wieder mehr zu tun und kann nicht mehr so gut, so viel, so schnell aufnehmen. Das ist falsch. Aber nice. Dankeschön. Deswegen ja. Wo war ich stehen geblieben? Egal, ich möchte eine Attacke ausprobieren. Wir haben eine Attacke immer noch nicht erfolgreich ausprobiert. Greif mich an. Greif mich an. Mich verarscht. Okay. Ich muss gestehen, ich brauche dann doch nochmal einen stärkeren Gegner. Ja, auf jeden Fall, mir hat das Spiel sehr gefallen. Ich liebe die, also die ganzen Dialoge etc. waren echt, echt schön mit anzusehen. Und schön anzuhören und anzulesen oder eher, ja. Sehr viel Witz drin teilweise. Und ich hatte sehr viel Spaß damit, wie gesagt, weil ich die Charaktere auch sehr liebe und lieb gewonnen habe. Habe ich da sehr, sehr viel Spaß mit. Welches Level bist du? 100, das reicht mir nicht. Irgendwo müssten eigentlich höhere Gegner sein. Oh. Doch nicht. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen schade. Ja, da haben wir sie. Level 350 oder so. Okay. Ich möchte doch nur diese eine Attacke ausprobieren. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Geil. Ja, okay, bei fliegenden Gegnern ist das doch alles. Das ist doch alles, das ist doch alles beschissen hier. Kann ich mal bitte durch? Scheiße. Ich faile in meinem letzten Part noch so hart. Ich möchte doch einfach nur. Gib mir mal den Dungeon da hinten, bitte. Ich möchte einfach nur mal eben diese Parierattacke einmal genauer sehen. Denn, die haben wir tatsächlich nie eingesetzt. Was vielleicht gar nicht mal so schlau war. Oh, sind die vielleicht Level höher? Ja, danke schön. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Aha, ich schlage also einfach doppelt quasi automatisch zurück. Okay. Ja, gut. Haben wir jetzt auch gesehen. Das war die Attacke, die mir noch fehlte. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ja, gesagt, Gameplay-technisch ist es nicht super innovativ, aber durch das Fliegen etc. sehr nett. Also ich mag das Spiel sehr, kann es in dem Sinne nur weiterempfehlen. Es kommt jetzt bald für die PlayStation 4 raus, auch auf Deutsch. Nein, nicht mit deutschem Sound, aber mit deutschen Untertiteln. Ja, das hier ist ja die importierte Version aus Asien. Deswegen, es kommt demnächst. Ich glaube, also Herbst diesen Jahres, also sollte eigentlich, keine Ahnung, November, Oktober, ich weiß nicht genau, oder September sogar schon, kommt eine PlayStation 4-Variante von Sword Art Online Lost Song auf die PS4. Nicht auf die PS3, sondern auf die PS4. Sogar dann auch mit schöneren Texturen und so weiter und so fort. Also wer sich das gerne, wer Sword Art Online mag, dem kann ich das nur empfehlen. Obwohl, ja, ihr euch jetzt eventuell das gesamte Spiel gespoilert habt, in dem Sinne natürlich dadurch, dass ihr meine Zeit gesehen habt. Aber ich würde sagen, es ist trotzdem spielt. Nee, es ist wert, gespielt zu werden. Ich hoffe, euch hat das Projekt soweit gefallen. Ich entschuldige mich für alles, was, ja, das Muten und das, was weiß ich nicht was. Mir hat sie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten wäre das sie jetzt nicht. Was ist das? Part 94 oder was? Ansonsten, oder 93, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wären es mit Sicherheit nicht so viele Parts geworden, wenn mir das Spiel hier keinen Spaß gemacht hätte. Also sage ich bis zum nächsten Projekt, wahrscheinlich dann morgen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi. Kirito. Out.